Hallöchen, wir machen jetzt Pause. Es gibt City Vision bald ganz neu. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche und frische Sendung im Juni. Am Samstag ging eine Ära zu Ende. Das Krankenhaus Maria Hilf an der Sandradstraße hat seine Pforten für immer geschlossen. Dazu mussten die noch verbliebenen Patienten ins neue Gebäude am Franziskushaus an der Viersener Straße verlegt werden. Der Umzug verlief deutlich schneller als gedacht. Es hat reibungslos geklappt. Wir haben um 7:30 angefangen und waren jetzt also um 11:15 komplett mit diesem Umzug fertig. Aufgrund der geringen Patientenzahl und der sehr günstigen Rahmenbedingungen gab es für uns keinerlei Schwierigkeiten. Wie groß der Aufwand war, das sah man hier auf einen Blick. Rund 160 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen aus der Umgebung waren im Einsatz. Es galt, 80 Transporte an diesem Tag zu fahren. Durchgeführt wurden sie mit 16 Rettungswagen, 16 Krankentransportwagen und 4 intensivmedizinischen Fahrzeugen. Zum reibungslosen Ablauf musste ein Teil der Viersener Straße gesperrt werden. Das Ganze war Teil einer Evakuierungsübung. Der Übungsteil ist, die Patienten zu übernehmen vom Krankenhauspersonal, die über die Krankengeschichte der Patienten Bescheid zu wissen und die Patienten auch dokumentiert und nachweisbar dann woanders in den anderen Standort gebracht zu haben und genau zu wissen, zu welchem Zeitpunkt ist welcher Patient wo. Dass das Ganze so schnell geklappt hat, lag natürlich vor allem an glänzender Vorbereitung und natürlich auch ein kleines bisschen daran, dass wir nicht sehr viele Patienten zu transportieren hatten. Es war etwas weniger, als wir geplant hatten, aber die gute Organisation, die Vorbereitung auf dieses Ereignis war schon wichtig. Im Vorfeld gab es einige logistische Hürden zu überwinden. Und eine war dabei besonders wichtig. Die Aufgabe war, solange noch Patienten in Maria Hilf sind, müssen sie vollständig zu versorgen sein. Und sobald der erste Patient hier ist, muss er auch vollständig zu versorgen sein. Und zwar je nach Krankheitsbild dann eben chirurgisch, worauf per se das Franziskushaus ja ursprünglich nicht eingestellt war. Als der letzte Intensivpatient um 11:15 das Krankenhaus verließ, läuteten ein letztes Mal die Glocken am Maria Hilf. Um 10:45 war der Umzug der Patienten abgeschlossen und die Arbeit für die vielen Helfer und die Mitarbeiter in der Einsatzleitstelle beendet. Von hier aus wurde der gesamte Einsatz koordiniert. Damit bleibt für die Kliniken Maria Hilf ab sofort nur noch ein Standort übrig, an der Viersener Straße 450. Ein bisschen bluesig, ein bisschen Hip-Hop und ein bisschen funky. Bei uns zu Gast Chris Kramer and Beatbox and Blues. Morgen bei uns zu Gast Chris Kramer and Beatbox and Blues. Deine Stadt, dein Magazin. In Mönchengladbach, Reit, Korschenbruch, Nersen, Jüchen, Viersen, Schwalmtal, Nettetal, Niederkrüchten, Brüggen und Wegberg. Am 2. Juni auch in Ihrem Briefkasten. Urbano, deine Stadt, dein Magazin. Schön, dass Ihnen unsere Fliesen gefallen. Aber die gibt es nicht nur für das Badezimmer.
Fliesen Willems, Stadtwaldstraße 38. Sie haben Vision, wir die Lösungen. Heute habe ich mir gedacht, machen wir einen schönen, sommerlichen, frischen, leichten Salat. Ich habe mich heute dann für Folgendes entschieden. Wir brauchen halt fürs Dressing Salz, Pfeffer, Zucker, einen milden Apfel-Balsamessig oder nur einen Apfelessig. Ist halt auch wichtig. Ein Rapsöl, das ist dadurch wichtig, weil es relativ geschmacksneutrales Öl ist. Äpfel, frischen Salat, bunt gemischte Frischobstpalette und ein bisschen naturtrüben Apfelsaft fürs Dressing. Wir fangen an, indem wir die Äpfel entkernen und schälen oder auch nicht schälen. Man sollte bei dem Dressing auf jeden Fall einen säurereicheren Apfel auch mit beinehmen, um einfach auch eine schöne Fruchtnote mit einer gewissen Spritzigkeit hinzukriegen. Ich lasse die Schale dran, in ein höheres Gefäß einfach rein. Dann gebe ich ein bisschen Apfelessig zu. Öl. Naturtrüben Apfelsaft. Halt für mich auch die reinste und vernünftigste Form, am geschmacksintensivsten und am natürlichsten. Klein wenig Zucker. Bisschen Pfeffer. Und Salz. Und dann einfach mit dem Zauberstab schön fein pürieren. Wenn man so eine homogene Masse hat, Äpfel ganz fein püriert sind, mal abschmecken. Auf Anhieb gut. Dann schneiden wir uns unser Frischobst. Bereiten uns halt die Filets vor. Ich bin jetzt kein Freund der Kerne, deswegen schneide ich die raus. Viele lassen die Kerne drin, essen die mit. Ich mag es nicht. Was das Coole an den Wassermelonen zum Beispiel, was viele nicht wissen, diese Schale, wenn man die so übrig hat, man schneidet die halt in dünne Streifen zum Beispiel runter, dann kann man die richtig schön anbraten. Wäre immer eine Schande, die wegzuschmeißen. Da hat man eine ganz interessante neue Variante von der Gemüsebeilage. Habe ich auch einfach mal per Zufall gefunden, ausprobiert. Hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Einmal die Drachenfrucht. Erdbeeren ist klar, kennt jeder. Oder in Scheiben. Die gemischten Beeren braucht man ja eigentlich nicht vorzubereiten, großartig. Ne? Die sind ja fertig, die Feige. Filetieren wir uns halt auch noch so ein bisschen vor. Auch bei der Kiwi ist es so, wir kennen ja alle klassischerweise, dass man die Schale nicht mit isst. Ich schäle sie jetzt auch ab, das ist halt gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich ist es bei der Kiwi auch so, dass man die Schale komplett mitessen kann. Das
nicht in irgendeiner Art und Weise nicht verdaulich oder schwer verdaulich, sondern einfach, wenn man halt wirklich puren Vitamingenuss nehmen will, lässt man halt die Schale dran. Haben wir noch was vergessen? Physalis. Physalis einfach nur die einzelnen Lamellen auseinander machen, hinten ein bisschen zusammendrehen, haben wir gleich so einen schönen Effekt davon. Die Benole schneiden wir noch in dünne Tranchen. Schluss 1, 2, 3 Äpfelchen. Und dann nehmen wir uns unseren Salat. Grünes Dressing nochmal drunter. Marinieren den vor. Dann hat man dann, der Vorteil ist, wenn man den Salat wie jetzt hier so separat mariniert und nicht erst nachher nur eine Kelle drüber geht, dass man halt wirklich das Dressing an allen Stellen erreicht. Dass man ihn so richtig schön so ein bisschen leicht unterheben kann. Ja, nicht quetschen, weil da wird der Salat ja brechen. Und man hätte diese Rostenstelle, wird also umso schneller zerfallen. Dann schön einen Teller geben. Dann einfach so nach Herzenslust garnieren. Je mehr Obst man nimmt, wie gesagt, umso bunter und einfach umso abwechslungsreicher, umso mehr Geschmacksnuancen hat man, umso mehr Möglichkeiten, ja, einfach verschiedene Empfindungen auszudrücken. Man einfach, das ist, finde ich, immer ganz cool an diesen Dingen. Na, noch so ein bisschen Johannisbeeren haben wir alles verendet. Für die finale Deko noch ein paar Sprossen rein. Und fertig ist der Salat. Am besten würde ich jetzt dazu noch ein schönes frisch gebackenes Ciabatta reichen, also ein Kräuter-Pita-Brot. Haben wir ja auch schon mal in den Rezepttipps vorher behandelt. Das würde jetzt unwahrscheinlich gut dazu passen. Schön kräuterig, frisch, lauwarm, aus dem Ofen raus. Entweder mit einer selbstgemachten Kräuterbutter oder einfach nur so zum Aufdippen, Aufsaugen vom Dressing. Ja, und dann einfach nur schön auf die Terrasse setzen, Füße hoch, schönes Glas Wein dabei oder ein kaltes Bier. Guten Appetit! Hallöchen, wir machen jetzt Pause. Es gibt Cityvision bald ganz neu. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche und frische Sendung im Juni. Sendung verpasst? Auf
Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei cityvision, das Magazin an einem... Das Programm der Woche auf einen Blick. Und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de Sie haben ein ausgefallenes Hobby? Ich gehe heute zu meinem Anti-Aggressionstraining. Einen außergewöhnlichen Beruf? Oder eine kuriose Leidenschaft? Kröten finde ich genial. Also Kröten, muss ich sagen, niedlich. Dann schicken Sie uns Ihre Story an presse@city-vision.de. Oder rufen Sie uns an unter 02161 2999 5220. Cityvision, wir zeigen, was Mönchengladbach bewegt. Das fasziniert einfach. Die große Menschheitsfrage, was war eigentlich zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich habe die Antwort, denn am Anfang gab es tatsächlich erst die Idee dazu. Die richtige Idee? Die kann man überall haben. Zum Beispiel hier. Und hier. Hier. Oder ganz häufig hier. Natürlich kommt es immer darauf an, was man aus der Idee macht, die man vor Augen hat. Zum Beispiel das. Und genau das machen wir hier bei Cityvision. Denn schließlich sind wir spezialisiert auf gute Filme. Wir produzieren nicht nur, wir senden auch. Bitte. Hallo und willkommen zu Cityvision, das Magazin. Und all das geht los mit der richtigen Idee. Cityvision, Ihr Partner für Werbe- und Imagefilme.